Herzlich willkommen auf dem InDesign-Blog. Im heutigen Quick-Tipp geht es um Farbe. Und zwar habe ich hier ein Logo. Ich öffne mal die Farbfeldpalette und wähle mal das Logo aus. Dann seht ihr hier, dass ich einen Farbton, einen lila Farbton habe. Und das Ganze ist hier in 50%. Jetzt möchte ich gerne die Farbe wechseln. Und zwar hier in dieses dunklere Lila. Wähle das aus und bekomme die Farbe mit immer noch dem Farbtonwert von 50%. Ich will aber, dass das 100% sind. Okay, wie kann ich das machen? Ich würde jetzt hier hingehen, hier vorne auf Farbton klicken. Das wählt mir das gesamte Feld aus. Dann trage ich hier eine 100 ein und sage Enter und habe meine 100% Farbton. Das ist der langsame Weg. Ich zeige euch jetzt mal einen schnellen Weg. Ich gehe mal zurück. Apfel Z. Ich habe den hellen lila Ton, will jetzt diesen Brombeerton haben hier und klicke hier vorne auf das Kästchen. Ja, das heißt, ich klicke einmal und ich klicke nochmal und dann habe ich den 100% Farbton. So kann ich eine Farbe oder einen Farbton ganz schnell ändern auf meine 100%, die ich haben will. Ja, ich hoffe, der Quick-Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie ihr sowas löst. Vielleicht gibt es da ja auch noch einen anderen Weg. Ja, würde mich total freuen über eure Kommentare. Und ich bin mal gespannt, was da kommt. Und ja, bis zum nächsten Quick-Tipp. Danke und bis dann.